Hallöchen, hier mal wieder ein neues Video von mir. Ich hatte ja eine kleine Pause gemacht, aber das Video mit dem Bedrohtseingefühl ist schon draußen. Es wird noch ein Video kommen zum Thema mehrere lieben, die Kunst mehrere zu lieben, Polyamorie, freie Liebe. Habe ich mir Gäste zu eingeladen. Das wird eine richtig schöne Sache werden. Und in diesem Video geht es um radikale Ehrlichkeit. Schön, dass du eingeschaltet hast. Das ist ein Thema, in dem ich gerade forsche. Ich lebe ja gerade im ZEC und hier ist es sehr groß geschrieben. Transparenz, Offenheit und ja, radikal ehrlich zu sein in Beziehungen. Der Kommentar, den ich glaube ich am häufigsten zu meinen Videos gehört habe, ist, dass ich so authentisch rüberkomme. Und die radikale Ehrlichkeit ist für mich einfach ein weiterer Schritt auf diesem Weg. Das ist nochmal ein Zacken schärfer, als ich das bisher in meinem Leben gemacht habe, kenne, ehrlich zu sein. Es gibt ein Buch von Dr. Brad Blanton. So heißt das, so sieht das aus. Ich verlinke euch das unten in der Infobox. Und ich bin selbst ja nicht so ein Typ, der so Bücher liest, also dann, ich lerne das lieber miteinander, aber ich habe hier mal quer gelesen und er schreibt wirklich sehr anschaulich und einfach. Und ich möchte euch aber eher jetzt so praktische Erfahrungen erzählen oder ja, wie das irgendwie so, warum man das macht, warum ich das mache. Also angefangen hat das mit diesem radikalen Ehrlichsein in Beziehungsklärungsgesprächen. Ich habe ja diesen Gemeinschaftskurs gemacht, 5 Wochen hier im ZEC, wo es einfach um die Phasen der Gemeinschaftsbildung geht, um alle möglichen Themen, die mit Gemeinschaft zu tun haben und da natürlich ganz wichtig, das Miteinander untereinander. Wir haben immer wieder während des Kurses und auch jetzt machen wir das weiterhin, Beziehungsklärungsgespräche geführt. Also was steht zwischen uns? Gibt es irgendwas, was du gesagt hast, was du getan hast, was mich nervt, was mich stört, was jetzt zwischen uns steht und wodurch ich mich zurückziehe, wodurch ich mich bedrängt fühle? Und das dann anzusprechen, das in Kontakt zu bringen und so wieder ein Miteinander herzustellen. Damit ist das so losgegangen. Und mittlerweile bin ich an dem Punkt, dass ich auch übe, ehrlich meine Wünsche und Bedürfnisse zu äußern. Ich möchte zum Beispiel gerade üben, mehr körperliche Nähe in meinem Leben einzuladen, mit Männern und mit Frauen, und kreiere mir da gerade Situationen, um ja, einfach Kuschelkontakte zu haben, um zu umarmen, um einfach ja, irgendwie Körperkontakt herzustellen. Und das auch ganz offen zu äußern, wenn ich jetzt jemanden treffe oder kennenlerne und dann zu sagen, hey, ich habe Lust mit dir zu kuscheln oder ich habe Lust mit dir in der Hängematte zusammenzuliegen oder was auch immer da dann so passiert oder was gerade der Wunsch ist und das dann so ehrlich wie möglich, also so einfach ehrlich zu äußern. Und jetzt bin ich schon so mittendrin mit so ganz praktischen Dingen. Und das erfordert Mut, immer wieder Mut, auch unangenehme Dinge anzusprechen, also gerade jetzt bei diesen Beziehungsklärungsgesprächen. Und es geht aber, es geht halt um diesen Kontakt, wieder in Kontakt zu kommen. Der Brad Blanton hat es noch ein bisschen weiter und tiefer gefasst. Da gehe ich gleich mal ein bisschen drauf ein. Warum ist es wichtig oder warum kann es nützen, ehrlich zu sein, radikal ehrlich zu sein? Und ich möchte sagen, dass ich da jetzt nicht so sag jedem alles und immer unverstellt, so, das ist nicht so meins. Ich bin ja eher ein Mensch, der Angst hat vor Konflikten, der Angst hat, abgelehnt zu werden, der Angst hat, die Gefühle anderer zu verletzen, der Angst hat zu scheitern, ja. Und für Menschen wie mich ist es eine total gute, ein guter Ansatz, ja, da meine Schritte zu machen
Und das zu riskieren, Nein zu riskieren, zu riskieren, abgelehnt zu werden und dann zu merken, immer weiter zu werden, ja, immer transparenter zu werden. Ich bin wirklich fasziniert. Ich lese auch gerade einen Text von Thomas Hübel über Transparenz und wie wichtig das ist in unserer Gesellschaft. Ich schweife jetzt gerade so ein bisschen ab, aber es ist mir genauso wichtig und es gehört auch dazu, zu dieser radikalen Ehrlichkeit, die Transparenz. Wie wäre eine Welt, in der alle über alles Bescheid wüssten? Also jetzt mal abgesehen davon, dass einen das überfordern würde, aber in deinem Umfeld von den Menschen, dass da einfach eine Transparenz ist, dass ich mich so sicher fühlen kann, dass ich alles teilen kann und dass ich weiß, das ist gut aufgehoben. Und ich merke, wie das mich immer wieder Überwindung kostet, mich transparent zu machen mit dem, wie es mir gerade geht, mit dem, wo ich gerade scheitere, mit dem, was mich gerade bewegt. Habe ich das gerade schon mal gesagt? Und es tut so gut. Zu üben, dieses Vertrauen zu üben. Manch einer von euch weiß, dass ich mich vor mittlerweile 17 Monaten auf den Weg gemacht habe, um mehr Vertrauen ins Leben zu üben. Da gibt es viele Videos, kannst du mal einfach ein bisschen rumschauen. Freier Fall in die Liebe heißt zum Beispiel eins, das ist glaube ich eins der ersten zu dem Thema. Und dieses Vertrauen üben geht weiter. Ja? Vertrauen ins Leben, jetzt geht es Vertrauen in die Menschen wieder zu gewinnen und da mich mitteilen zu können, ohne Angst zu haben, angegriffen zu werden oder verurteilt zu werden. Diese radikale Ehrlichkeit kann zum Beispiel helfen, wenn du in Situationen steckst, die festgefahren sind, wo sich irgendwie nichts mehr bewegt, eine Beziehung, die stagniert, und da mal hinter die Kulissen zu schauen, dich selbst zu befragen, was hältst du da zurück? Gibt es da Wünsche? Gibt es da Sehnsüchte? Gibt es da Wut? Gibt es da Bedenken, ja, die du dich nicht traust zu äußern? Und dadurch stagniert dann was, weil was nicht nach draußen kommt. Und dann geht es nicht weiter, dann kommt was nicht ins Fließen. Und wenn du Dinge aussprichst, vor denen du vielleicht Angst hast, dann kann die Beziehung wieder intimer werden, dann kann da wieder ein Kontakt entstehen. Wir sind so gewohnt, irgendwen zu spielen, irgendwie zu sein, wie wir glauben, sein zu müssen. Ja, und täuschen uns selber mit irgendwie welchen Dingen, also was weiß ich, dass ich selbstbewusster tue, als ich gerade bin, dass ich irgendwie brav bin, obwohl ich gar nicht brav bin, also eine bestimmte Rolle einnehme und immer wieder lüge. Ich habe mir ja irgendwann, das ist noch nicht so lange her, vielleicht vor einem Jahr ungefähr, beschlossen, dass ich nicht mehr lüge. Dann kommt die Phase, okay, dann lasse ich halt bestimmte Dinge weg, dann lüge ich halt nicht, aber ich sage auch nicht alles. Und jetzt bin ich an der Phase, okay, ich spreche die Dinge aus, ich sage, ich zeige mich. Der Blenden, der sagt auch, dass ganz viel von dem Stress, oder er sagt aller Stress, der gerade in unserer Gesellschaft so vorherrscht, kommt daher, dass wir Dinge zurückhalten. Und dieses Zurückhalten, das stresst uns. Dieses Gefühl, irgendwie sein zu müssen, das stresst uns. Dass wir etwas zurückhalten müssen, das stresst uns. Dass wir glauben, irgendwer sein zu müssen, das stresst uns. Dass wir etwas vor uns stellen, wie eine Maske, wie irgendwie eine Schablone. Dass wir glauben, wir kommen ans Ziel nur durch Manipulation, durch Lügen, durch Höflichkeiten, Diplomatie. Ja, Moralvorstellungen, wir müssen bestimmten Moralvorstellungen entsprechen. Und wir leben nach gesellschaftlichen Regeln. Ja, und wenn wir da irgendwie das Gefühl haben, also wenn wir irgendwie merken, oh, ich schaff's nicht mehr, diese Regeln einzuhalten, boah, dann geht's aber ab. Ja, oder diese Rollen, die ich schon angesprochen habe. Ich bin die brave Tochter, natürlich, habe ich nur einen Partner und ich habe einen guten Job und ich mache alles, wie sich das meine Eltern wünschen. Ich gehe studieren, ich arbeite 40 Stunden die Woche, ich heirate und habe ein Haus und ja, so, das ist so das Bild der braven Tochter, dem ich entsprechen möchte. Und da erstmal dahinter zu kommen, vielleicht hast du auch irgendeine Rolle, ja, als Ehefrau, als Arbeitnehmer, als Arbeitgeber, ja, es gibt so viele Rollen, die dann
wo wir nicht mehr wir selbst sind, wo wir irgendwie für jemand anderen etwas leben. Leiden entsteht da, wo wir uns gegen das Jetzt wehren. Jemand sagt etwas und ich bin damit nicht einverstanden. Oder jemand meldet sich nicht und ich bin damit nicht einverstanden. Und dann wehre ich mich dagegen. Und dadurch entsteht das Leiden, weil es einen Schmerz verursacht in mir. Und das aktiviert dann meinen Kopf. Dann kommen Gedankenströme. Ja? Ich reproduziere immer wieder dieselben Gedanken. Ich reproduziere immer wieder dieselben Muster. Ich bin im Reagieren statt im Agieren. Ja? Ich reagiere auf die Welt. Ich bringe mich nicht selber ein, sondern ich reagiere immer nur. Das ist auch ein Zeichen dafür, dass wir in irgendwelchen Mustern und Rollen feststecken. Dass wir getriggert sind durch bestimmte Worte, durch bestimmte Situationen und dann glauben, irgendwie handeln zu müssen. Und wir handeln dann in bestimmten Abfolgen, die wir einstudiert haben. Wir haben als Kinder mal irgendwie gemerkt, wenn ich weine, dann kriege ich einen Bonbon oder dann werde ich getröstet. Und dann glaube ich, dass ich das auch als Erwachsene, wenn ich dann traurig bin und so, dann werde ich getröstet, dann ist jemand für mich da. Und dann habe ich da so ein Muster gebildet. Ja, und davon haben wir so viele. Und deswegen ist es so wichtig, so eine Selbsterforschung zu betreiben, zu gucken, wo kommt das her. Und ja. Und ich bin mir gerade bewusst, dass ich auch andere Videos schon gemacht habe, wo es um dieses im Hier und Jetzt sein geht und wo es darum geht, einfach Dinge anzunehmen und wo es nicht darum geht, in die Vergangenheit zu gucken, wo kommt das her, ne? Sondern einfach dieses im Jetzt sein und annehmen. Und das ist jetzt einfach ein anderes Format, das ist ein anderer Moment. Ja, manchmal brauche ich dieses im Jetzt sein, dieses Meditieren, dieses Beobachten und manchmal brauche ich dieses Forschen in meiner Vergangenheit. Ja, das sind unterschiedliche Wege, die ich einschlagen kann. Und bei der radikalen Ehrlichkeit, da geht es darum, oder bei diesem ganzen, auf diesem Weg, auf diesem Werden, geht es darum, ich kann die Wahrheit sagen, eine unbequeme Wahrheit, und das erzeugt vielleicht Ärger bei dem anderen. Oder Traurigkeit oder Wut. Oder ich entscheide mich dafür, nicht die Wahrheit zu sagen, sondern irgendwie eine Lügengeschichte zu erzählen. Und da kann es dann Ärger geben, entweder wenn es rauskommt oder weil ich mich selbst schlecht fühle, weil ich lügen muss, um in diesem Kontakt sein zu können. Also wir haben auf beiden Seiten Ärger. Wenn ich die Wahrheit sage, habe ich Ärger, weil ich die Wahrheit gesagt habe. Dass ich vielleicht auch noch jemand anderen attraktiv finde, dass ich eifersüchtig bin oder ja, und oder auf der anderen Seite ich lüge und weil ich mich nicht traue, die Wahrheit zu sagen. Also Ärger gibt's sowieso. Und jetzt ist die Frage, welches ist der bessere Ärger? Und da kann ich nur sagen, die Wahrheit sagen. Wahrhaftig sein, du sein, dich zeigen. Und wenn ich die Wahrheit gesagt habe und der andere ist verletzt, der andere ist traurig, der andere ist wütend, dann ist es wichtig, da zu bleiben und mit diesen Menschen da durchzugehen, durch das, was ich auslöse, durch das, was ich sage. Und dadurch entsteht dann wieder Kontakt und Intimität. Also die radikale Ehrlichkeit ist dafür da, gut miteinander sein zu können, wahrhaftig miteinander sein zu können, wirkliche, lebendige Beziehungen zu führen. Sie hilft uns, wieder spontan angemessen zu reagieren, ja, nicht aus Mustern heraus zu agieren, sondern wirklich so auf die aktuelle Situation spontan zu reagieren, wahrhaftig zu reagieren und vielleicht sogar aus einer größeren Weisheit. Nicht aus dem Ego, aus dem abgespeicherten kleinen, ne, ich wurde verletzt und daraus handle ich, sondern aus dieser größeren Warte von, okay, wir wollen hier miteinander sein, wir meinen es gut miteinander, da gibt es ein Feld der Liebe, auf dem wir uns bewegen
und darauf baue ich. Und dabei gehen wir natürlich das Risiko ein, anzuecken, abgelehnt zu werden, das Gefühl zu haben, zu scheitern oder vielleicht scheitern wir sogar. Ja, wenn ich jetzt auf einen Mann zugehe und sage, hey, ich würde gern mit dir in der Hängematte liegen und mich bei dir ankuscheln und der sagt einfach, nein, ich habe da keine Lust drauf oder mit dir nicht. Das ist dann in dem Moment schmerzhaft für mich, weil es ein Nein ist, aber ich übe auch gerade diese Neins anzunehmen. Und gleichzeitig spart es unheimlich viel Zeit, weil ich weiß, okay, zwischen uns läuft das nicht. Dann kann ich zum nächsten gehen und gucken einfach, wo kriege ich das, was ich mir gerade wünsche. Findet die Erfüllung statt? Was dadurch größer wird, ist das Vertrauen in uns selbst, dass wir uns halten können, ja, dass wir uns in solchen Situationen auffangen und dass wir uns auch selbst vergeben, falls wir Mist gebaut haben. Und der Blenden, der hat auch verschiedene Phasen. Ja, also du fängst nicht damit an, irgendwie jedem irgendwie radikal was ins Gesicht zu sagen, sondern das fängt ein bisschen vorher an, dass du in deine Vergangenheit guckst und schaust, wo warst du unehrlich, wo warst du nicht authentisch. Und dann geht es immer mehr ins Jetzt, gibt den Hinweis, mehr wahrzunehmen statt zu denken. Was nämlich gerade in mir war, in meinem Körper, in meinem Geist, meine Gefühle, was ist da gerade, was ist in meinem Umfeld, Vogelzwitschern, Sonnenstrahlen, Wärme, was ist in meinem Gegenüber gerade los, wie schaut der, was nehme ich da wahr, ist er mir wohlgesonnen, bricht da gerade die Wut aus, ja? Also dieses Wahrnehmen ganz stark reinzunehmen. Das holt uns raus aus diesen Gedankenabläufen, weil uns das ins Hier und Jetzt bringt. Die weitere Stufe, die Blenden dann einbringt, ist, wer bin ich wirklich? Ohne die Muster, ohne ja, dieses Liebseinwollen, ohne angepasst zu sein. Und für diesen ganzen Prozess brauchen wir natürlich Spiegel. Wir brauchen ein Gegenüber, wir brauchen eine Gemeinschaft, in die wir das einbetten können. Dieses Lernen, dieses Üben, dieses... Ja, und ein wohlwollendes Gegenüber. Und es ist auch, also so als Idee kann das zum Beispiel sein wie Kinder, wie wir als Kind, oder das ist jetzt sehr plakativ, ne? Nicht alle Kinder sind gleich, aber Kinder sind erstmal sehr ehrlich. Die sagen dir, oh, die ist aber dick, oder ich esse jetzt nur Nudeln und nichts anderes, so, ne? Und wir denken irgendwie, wir müssen alles essen, man muss ja das Brot und die Butter und den Käse oder vegane Varianten und was weiß ich, ja, das muss ich alles so und so machen. Das sind dann so Muster, das haben wir so gelernt, das haben wir angetrainiert bekommen und dann aber dahin zu kommen, so, nee, eigentlich mag ich gar keine Pilze, ich werde keine essen oder was auch immer. Und was ich auf jeden Fall jetzt schon gemerkt habe, was mir total gut tut, ist wirklich klar meine Wünsche, meine Bedürfnisse, meine Absichten zu äußern. Ja, und die gleich von Anfang an ins Spiel zu bringen in einer Kontaktaufnahme. Weil das spart unheimlich viel Zeit. Ja. Ich habe mich gerade wieder in einen Mann verliebt, der sich nicht in mich verliebt hat. Und ich habe das sehr schnell in Kontakt gebracht und wir sind darüber im Austausch. Und es tut weh. Aber es hilft mir auch, schneller von ihm loszukommen und nicht in meinen Illusionen festzuhängen, dass daraus noch was werden könnte, meine Hoffnung. Es geht darum, die Filter zu entfernen, die vor unserem Mund liegen und die irgendwie die Richter, die zwischen Kopf, zwischen dem, was wir denken, zwischen dem, was wir wünschen und dem, was wir aussprechen, da einfach einen Cut zu machen. Einfach. Also das zu üben, ja, und erstmal zu bemerken, was habe ich eigentlich für Wünsche? Was habe ich gerade für Bedürfnisse? Und damit in Kontakt zu gehen. Und das ist der Punkt, an dem ich gerade stehe, den ich gerne euch wieder mitgeben möchte. Und ja, schreibt gerne in die Kommentare, was du davon hältst, ob du das schon mal ausprobiert hast, wie dir es damit geht. Ansonsten gibt es hier jetzt gleich noch zwei Videos. Schau da gerne mal vorbei. Abonnier den Kanal und
verbreite die frohe Botschaft auch in deinen sozialen Medien und lass uns wirklich die Welt zu einem friedlichen, authentischen Ort machen. Und das ist meine Motivation und ich wünsche dir alles, alles Liebe. Bis zum nächsten Video. Ciao.